Herzlich willkommen vor der Wiener Staatsoper. Gleich geht der Ball der Bälle los, die Leute kommen gerade an. Es ist huschig kalt und alle warten auf die große Prominenz. Noch ist keiner gekommen, wir warten auch. Würdest du mich zu einer Wurst einladen? Nein, also wahrscheinlich. Ich muss mal kurz hier, das ist... Sind viele schöne Männer hier? Sind Sie nervös? Ich gucke mal, was so kommt. Bisschen Frischfleisch, mal gucken, was sich mich so erwartet und dann... Was ist mit Dieter Bohlen? Der ist ja vergeben. Und da mische ich mich nicht ein, deswegen. Aber trotzdem viel Spaß. Ist das Ihr erster Ball? Nein, bei Gott nicht. Ich habe ihn schon eröffnet mit 18. Das ist aber jetzt schon 5 Jahre her. Nein, das sind einige Jahre her. Und ich war vor 2 Jahren, vor 3 Jahren und vor 4 Jahren. Würden Sie gerne mit Dieter Bohlen ein Gläschen Sekt schlürfen? Das würde ich wirklich gerne. Ich möchte nämlich wissen, ob der privat auch so schnippisch ist wie im Fernsehen. Wir finden den Ball fantastisch und wir genießen von den Kleidern. Aber wissen Sie, ich finde eigentlich die Kleider hübscher wie die Damen manchmal. Das Kleid, wo ist das her? Ah, das ist eine gute Frage. Von wo habe ich das her? Weiß ich gar nicht. Also mir wurde geflüstert, dass es gestern noch nicht gepasst hat. Ja, das stimmt. Ich habe gestern nämlich noch Pizza und Schokolade und alles Mögliche in mir reingemampft, weil ich so einen Heißhunger darauf gehabt habe. Und wie ich das dann eben für Puls 4 anprobiert habe, bin ich nicht reingekommen. Dann haben 3 Kameraleute versucht, den Reißverschluss hinten zuzumachen und es ist sich genau auf 1 Zentimeter nicht ausgegangen. Und jetzt habe ich eine Radikal-Diät gemacht. Nein, Radikal-Diät. Und siehe... Worauf freut Sie sich heute am meisten am Opernball? Ich freue mich am meisten auf die Eröffnung, weil meine Cousine Caroline Gment heute eröffnet. Ich bin so super stolz, dass ein Familienmitglied im Eröffnungskomitee ist. Ich habe leider den Opernball nie eröffnet, das werde ich immer nachweinen. Ja, vielleicht können Sie das noch nachholen. Naja, genau, mit Bambi eröffnen, aber ich weiß nicht, ob das noch geht. Jetzt bin ich ja schon 27 Jahre alt. Werden Sie auch auf Katy Price ein Auge werfen? Das weiß ich nicht, ob ich die Chance habe. Wenn, dann vielleicht das linke Auge. Aber mit beiden Augen werde ich meine Frau im Blick halten. Bis jetzt war alles noch relativ entspannt hier auf dem Red Carpet. Aber jetzt kommt Katy Price und alles ist anders.